Herzlich willkommen zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit dem Steinbohrer durch dicke Holzbretter bis ganz nach unten und Gleichmut bis fröhliches Liedchen soll unseren Weg bestimmen dahin. Es geht nach wie vor darum, mit frustrierenden Dingen fertig zu werden und ein Experiment, wie uns das hilft, wenn wir uns das vornehmen. Ob das überhaupt funktionieren kann oder ob man von Frustrationen immer überwältigt wird und inwiefern man eine Chance hat. Und das angekündigte Thema für heute speziell war ja Fatalismus. Da sage ich gleich mehr zu. Vorher ein paar Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind. Man sieht hier, ihr seht hier, ich habe eine neue Waffe. Die habe ich auch schon ein paar Mal aufgewertet. Das ist das Exile Greatsword. Das ist jetzt schon auf plus 5 aufgewertet, hat deswegen ordentlich Wumms. Ansonsten ist seit der letzten Folge auch noch ein bisschen was anderes passiert. Ich habe ein bisschen experimentiert mit den Multiplayer-Komponente und habe den Highlord Wolnir zweimal für andere Spieler mit umgebracht. Und dabei, das habe ich einmal aufgenommen, einmal nicht, weil ich dachte, das muss man jetzt nicht jedes Mal aufnehmen. Und bei dem Mal, wo ich es nicht aufgenommen habe, hat der andere Spieler, bevor wir zu Highlord Wolnir gegangen sind, da ist ja vorher diese Hängebrücke, über die die Skelette kommen. Und wenn man die Hängebrücke, wenn man an einer bestimmten Stelle mit dem Schwert dagegen haut, dann stürzt die ein und alle, die drauf sind, einschließlich, habe ich dann rausgefunden, der Spielerfigur, wenn man selber da drauf ist, fallen dann runter und sterben. Das dachte ich, wäre alles, was da passiert. Das stimmt aber nicht, sondern wenn diese Hängebrücke einstürzt, dann ist der Teil auf der dem Boss zugewandten Seite, also diesem Highlord Wolnir, diesem Raum zugewandten Seite, der wird dann zu einer Leiter, die kann man runtersteigen. Da unten ist ein neuer Boss, ein Demon, den man erschlagen kann, und da geht es auch noch weiter. Und ich habe dann, ich habe es herausgefunden, weil der Spieler, der mich zu Hilfe gerufen hatte gegen Highlord Wolnir, nachdem ich dann in seiner Welt angekommen bin, plötzlich in die andere Richtung gegangen ist, und ich dachte, was ist denn jetzt? Da ist doch nichts. Und dann ist er diese Treppe runtergegangen und hat mit mir zusammen diesen Demon umgebracht. Und dann sind wir zum Highlord Wolnir gegangen. Und ich war so begeistert von dieser Entdeckung, von dieser Abzweigung, die ich übersehen hatte, dass ich dann direkt das selber auch, nachdem ich dann fertig war mit Highlord Wolnir, mit dem Helfen, bin ich zurück in meine eigene Welt und habe direkt auch diesen Demon umgebracht und habe deswegen jetzt davon mal wieder keine Aufnahme. Aber wie gesagt, es ist ja kein Walkthrough hier. Das müsst ihr dann selber rausfinden. Wir gehen da auch noch hin in der Zukunft, weil nach dem Raum, in dem der Demon war, es auch noch ordentlich weitergeht. Der Dämon ist nicht das Ende, sondern da, ich weiß nicht, was noch kommt, aber es kommt noch eine Menge. Weil man auch von oben schon sieht, dass da ein großer See ist, und es kommt auch ein neues Gebiet, das irgendwie so eine Entsprechung zu Ash Lake zu sein scheint, also zu diesem See unter der Welt in Dark Souls 1. Hier gibt's, ich habe vergessen, wie er heißt, aber es gibt einen anderen See. Und das andere, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen Seelen gesammelt, unter anderem eben auch durch dieses Spielerhelfen. Das gibt ja immer Amber und Seelen, wenn man da erfolgreich ist. Und mir den Schlüssel gekauft für den Turm bei Firelink Shrine. Hier sind wir beim Eingang von Firelink Shrine. Von diesem Eingang aus geht hier eine Treppe nach oben, die ich bislang auch noch nicht nach oben gegangen bin. Und wenn man hier nach oben geht, dann geht es hier nach draußen wieder. Wir sind jetzt hier oberhalb von diesem Seitenweg, der um den Firelink Shrine rumführt. Da unten, das, was jetzt sehr unscharf in der Entfernung zu sehen ist, da war Judex Gandia. Und wenn wir hier nach oben gehen, dann kommen wir zu diesem Turm. Und hier geht es jetzt weiter. Denn wie gesagt, diesen Schlüssel habe ich für 20.000 Seelen gekauft. Da ist eine Leiter, die wir mit Sicherheit gleich von oben dann irgendwann runterstoßen können. Und jetzt wollen wir mal gucken, wofür diese 20.000 Seelen, was die uns eingekauft haben. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Fatalismus. Fatalismus hat im Deutschen und vor allem in der Umgangssprache, glaube ich, diesen Unterton von also erstens einen sehr negativen Unterton, aber auch einen, der sich eigentlich gar nicht so sehr mit dem
entdeckt, was der Originalbedeutung des Begriffs war. Nämlich der Unterton, den es im Deutschen, glaube ich, hat, ist Fatalismus ist, wenn man in jeder Situation davon ausgeht, dass es sowieso schief gehen wird. Also das ist so eine gewisse pessimistische, das ist verwandt mit Pessimismus, das ist so eine Grundhaltung von, es hat ja eh alles keinen Sinn. Und das ist, wie gesagt, nicht die Originalbedeutung von Fatalismus. Ich bin jetzt hier runtergesprungen, weil ich direkt mal diese Leiter hier aktivieren möchte. Es kann sein, dass wir jetzt wieder zurück zum Turm müssen, weil ich glaube, da kommen wir jetzt, wo ich gerade runtergesprungen bin, kommen wir dann nicht mehr drauf. Aber wir können ja dann, wenn wir schon mal hier sind, einmal dieses Dach absuchen. Ja, da kommen wir nicht mehr zurück. Das müssen wir dann gleich anders lösen. Hier kommen wir dann später an der anderen Seite offensichtlich raus. Das ist ja die Stelle, wo der rotäugige Gegner mit der Uchigatana gewartet hat, der am Anfang so unüberwindlich war. Mittlerweile ist er aber auch schon weg. Ich dachte, ich hätte von oben hier irgendwo einen Shiny gesehen, aber es kann auch sein, dass das hier eine Etage tiefer war. Gehen wir da. Ah, da ist es. Ein Humor bauen, jetzt nicht so spannend. Okay. Was haben wir auf dieser Etage sonst noch? Nix. Aha. Wir sind zurück im Firelink Shrine, aber jetzt ganz weit oben. Ja, Fatalismus. Aha. Das Krähennest, das war ja in Dark Souls 1 so. Ist noch irgendwas? Da glüht irgendwas. Oh, ein Estus-Shard, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stimme des Nest könnte sein, ist überhaupt da oben. Aha. Da sind wir rangekommen. Kamera alles ein bisschen. Ich meine, es ist nicht so schlimm, wenn wir hier runterfallen und sterben, abgesehen davon, dass dann der Ember mal wieder kaputt ist. Also wäre schon besser, wenn man es vermeiden könnte, weil Ember sind jetzt. Ah, das geht nicht. Ember sind jetzt keine super rare Ressource in diesem Spiel, aber man muss sie auch nicht unnötig vergeuden. Wo sind wir hier? Sind wir wahrscheinlich über dem Gang, in dem die Handmaiden sitzt, vielleicht? Nee. Ach ne, über dem Thron sind wir hier. Aha. Aha, aha. Dann müsste aber eigentlich doch das da hinten jetzt ein Bereich sein, in dem wir noch nicht gewesen sind. Kann das sein? Oh. Eine Truhe an so einer Stelle. Es ist ja so, dass man diese Mimics daran erkennt, dass die Kette an der rechten Seite in eine bestimmte Richtung zeigt. Ich habe aber vergessen, in welche. Deswegen. Okay, ist kein Mimic. Aha, der ist, glaube ich, ganz gut. Okay, das scheint der ganze Punkt dieser Episode zu sein. Okay, dann können wir jetzt den Rückweg antreten. Und das machen wir auch direkt über das Bonfire. Und dann filmen wir nämlich. Achso, nee, erst geben wir natürlich noch den Estus-Shard beim Schmied ab. Dann holen wir uns noch eine neue Estus-Füllung. So, Fatalismus war historisch original mal die Vorstellung, dass die Gottheiten, ich weiß nicht, ob das Gottheiten waren, wenn ich ehrlich bin, aber die Fates, die Fatas, die in der deutschen Mythologie Nornen heißen, also diese Gottheiten, die fürs Schicksal verantwortlich sind, dass die unser Schicksal bestimmen. Das ist nicht unbedingt negativ, das ist nur das Gegenteil von freiem Willen.
und von Selbstbestimmtheit. Die Vorstellung ist also, was passiert, ist vorherbestimmt. Da haben göttliche Kräfte vorher schon Entscheidungen gefällt, über die wir gar keine Hoheit haben. Es kommt, wie es kommt. Manchmal kommt es gut, manchmal kommt es schlecht. Aber wir haben da gar keinen Einfluss darauf. Das ist Fatalismus. Fatalismus ist diese Vorstellung, dass der freie Wille eine Illusion ist, weil göttliche Kräfte von vornherein schon festgelegt haben, wie die Weltgeschichte und wie unsere persönliche Geschichte verlaufen wird. Wir sind jetzt auf der unteren Ebene nicht einmal rumgegangen, weil ich ja da reingegangen bin in Fallen Shrine. Ah, da ist das Nest obendrauf. Mit dem Nest ist es ja so, dass man da Gegenstände reinlegen kann und die Krähen das dann umtauschen in andere Gegenstände. Könnte auch sein, dass es da noch ein Goodie gibt. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern nochmal ein. Und diese Aufzug, diese Vorstellung des Fatalismus als quasi den Gegenteil des freien Willens ist das, worüber wir reden wollen. Jetzt, was hat das mit dem Stoizismus zu tun? Beziehungsweise erstmal ist es auch damit noch nicht erschöpfend behandelt. Weil es verschiedene Formen des Fatalismus gibt. Es gibt den Fatalismus über die Zukunft. Das ist das, was man so, glaube ich, wenn man naiv das hört, das Schicksal ist bestimmt, dann denkt man an den Fatalismus über die Zukunft. Dann denkt man daran, dass was als nächstes passieren wird. Das sieht mir nach einer Illusory Wall irgendwo aus. Ist aber keine, interessant. Aber es stand ja auch Jump Ahead required ahead. Shortcut. Shortcut to what? To Mushrooms. Ah. Also das sieht aber nicht springbar aus. Das glaube ich nicht. Gehen wir erstmal da drin. Und dieser Fatalismus der Zukunft ist natürlich auch die einleuchtendste Variante. Das ist ja, die Zukunft ist ja das, was wir gerne bestimmen wollen mit unseren geistigen Fähigkeiten, mit unserem freien Willen, den wir uns einbilden zu haben. Das ist übrigens eine der Pointen des Ganzen, das auch ich glaube, mit meiner neurowissenschaftlichen Ausbildung, dass der freie Wille, so wie wir uns den vorstellen, der kann gar nicht existieren, den gibt es nicht. Also diese Vorstellung, dass wir in jeder Situation unabhängig von dem, was wir mitbringen, die freie Auswahl zwischen verschiedenen Verhaltensweisen haben. Moment, jetzt muss ich gerade mal hier nochmal kurz innehalten. Das war eine Firekeeper Soul. Ich weiß gar nicht, was die für eine Funktion hat in diesem Spiel. Ich bin gespannt. Okay, bislang ist diese 20.000 Seelen-Ausgabe führt nicht zu einem Gebiet, in dem es Gegner gibt, sondern einfach nur zu diesem Türmchen hier. Also hier könnte man theoretisch runterspringen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Weil das ist sehr weit. Wahrscheinlich stirbt man. Und ich muss jetzt auch. Okay, hier ist natürlich jetzt auch nichts mehr zu holen. Sorry, Friend. Be more careful. Ach, der schon wieder. Curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. You Ooh, dick. Sorry. Am I a tad too late? Okay, den kennt man aus dem ersten Teil schon. Have no fear. Besides, you're surrounded by lady. Okay, wir haben 20.000 Seelen dafür ausgegeben, dass uns ein unhöflicher Mensch im Turm einschließt. No matter, Buster, you're gonna make some luck. No matter, by stripping every last trinket off your corpse. So, you're gonna make hier some unten? Lucky customer very happy. Hier kann man auf jeden Fall runterspringen, da sind auch ein paar Items. Oben dürften wir alles haben, dann würde ich doch sagen. Also wir sind surrounded. Oh, ich bin auf der falschen Seite gesprungen offensichtlich. Da haben wir schon das erste Item verpasst. Da können wir jetzt nicht mehr rüber.
Tja. So it goes. Immerhin kommen wir so runter. So, und hier noch. Und mal gucken, wer die Ladies sind. Mit denen wir der Estus Ring. Aha. Mit denen wir das vielleicht gleich zu tun bekommen. Da ist schon der Ausgang. Und der ist auch noch offen. Das ist ja jetzt unerwartet. Okay, das war jetzt nicht weiter schwer. Dann gehen wir doch mal rüber und lesen dem Spaßvogel die Leviten. Ja, zurück zum Thema. Es gibt den Fatalismus bezüglich der Zukunft. Das ist nochmal die Vorstellung, dass die Zukunft schon geschrieben ist. Dass wir gar keinen Einfluss darauf haben, wie die verläuft. Das ist interagiert natürlich mit Computerspielen speziell in einer ganz besonderen Weise, weil man ja im Computerspielen kulturell und von der Anlage her diesen eingebauten Konflikt hat, dass man dem Spieler gerne das Gefühl geben will, ganz viel Agency zu haben, also ganz viel Einfluss auf den Verlauf der Handlung, aber in der Regel das ja entweder recht oberflächlich bleibt oder sogar eine Illusion ist, weil die Handlung natürlich vorgestaltet ist. Und der Einfluss des Spielers sich da sehr in Grenzen hält. So, da war ja noch dieses Item. Da war jetzt viel Schaden. Nee, komm. Ja, muss ich das sagen. Firekeeper Skirt. Okay, wir können uns jetzt als Firekeeper verkleiden. Wer weiß, was das gut ist. Ups, shit. Na gut, alles gut. So, dann haben wir hier drin jetzt alle Items. Dann können wir noch einmal das Nest angucken, ob da noch was drin liegt. Und dann haben wir die 20.000 Seelen schon hier verbraten für ein paar zusätzliche Items. Wo ich jetzt nicht durch meine Estus rein. Wir können mal gucken, was die Sachen eigentlich alle so machen. Der Estus Ring zum Beispiel. Increases HP restored with Estus Ring ist natürlich nicht direkt verkehrt. Was haben wir denn so für Ringe equipped? Also da würde ich dann doch direkt mal hier auf den umsteigen. Okay, dann gehen wir noch einmal rauf. Wie gesagt, das Krähennest besichtigen. Ja, der Fatalismus bezüglich der Zukunft hat natürlich, man merkt das schon an der Form, als Geschäftspartner quasi den Fatalismus bezüglich der Vergangenheit und den Fatalismus bezüglich der Gegenwart. Jetzt, was soll das denn sein? Ist ja vielleicht auf den ersten, im ersten Moment nicht so ganz einleuchtend. Ups, vorbei. Naja. Wir haben es ja. Der Fatalismus bezüglich der Vergangenheit hat direkt was mit Lernen zu tun. Ja. Keine Objekte. Wir könnten jetzt Sachen da hinlegen und dann, man musste dann immer rausquitten und wieder laden und dann hatte der Rabe das ersetzt durch was anderes. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir haben ja genug Sachen. Wir brauchen keine anderen Sachen. Gut. Dann können wir stattdessen kann ich diese Stelle von Wollen ja noch vorführen und wir können vielleicht sogar ein Stück weitermachen in Irithyll of the Boreal Valley, dieser blauen Stadt, bei der wir da ja angekommen waren. So, der Fatalismus bezüglich der Vergangenheit. Und das ist jetzt eine sehr stoische Idee. Der besagt, das, was in der Vergangenheit passiert ist, das ist unwiderruflich und unverändert. Also achso, genau. Es gab sogar eine neue. Ein neues Bonfire. Was in der Vergangenheit passiert ist, das ist
nicht mehr zu ändern. Und es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es hätte anders machen können, denn das ist passiert, wie es passiert ist. Und da muss man jetzt aufpassen. Das ist, wie gesagt, eine antike stoische Vorstellung, dass man eben nicht das, was, glaube ich, in der modernen Psychologie ruminating heißt, also dass man nicht immer wieder diese alten Wunden, diese alten Fehler, die man vermeintlich oder tatsächlich gemacht hat, besichtigt gedanklich, sich in diese Situation reinversetzt und sich überlegt, was hätte ich denn anders machen müssen, was hätte ich anders machen können, was hätten die anderen anders machen müssen und können, sondern dass man da akzeptiert, das ist passiert, wie es passiert ist und nicht zu ändern und das dann beendet. Die Gefahr dabei ist natürlich, und da wird es dann ganz interessant, dass fürs Lernen genau dieser Vorgang extrem wichtig ist. Wir lernen ja, Fehler nicht zu machen. So, jetzt habe ich diese Hängebrücke hier gekappt. Hier unten sieht man auch, was ich meinte. Da ist ein, sieht aus wie eine Wasserfläche oder ein Sumpfgebiet. Da ist ein Gegner, glaube ich, so schlecht zu erkennen, aber sieht mir sehr danach aus. Und zwei Objekte, das heißt, da kommen wir auf jeden Fall noch hin irgendwann. Und ich werde gleich vorführen, es gibt auf jeden Fall auch noch diesen See, der da unten wartet. Und das ist auch ein ziemlich ausgedehntes Gebiet. So, jetzt muss man ein bisschen hier vorsichtig sein, denn das sieht hier ganz harmlos aus. Ist aber randvoll mit Skeletten, die sich so nach und nach, ja, da kommt das nächste, die sich so nach und nach zusammensetzen. Und das sind so viele, dass wenn man zu schnell hier durchrennt, man irgendwann von Gegnern umgeben ist und nicht mehr weiß, wie man sich helfen soll. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, weil ich dieses Exile Great Sword habe, die Stufe 5. Dem haben die nicht so viel entgegenzusetzen. Und angenehmerweise sind die Skelette zu Beginn erstmal gestaggert, wenn man sie einmal getroffen hat. Also können sich ein paar Sekunden lang nicht rühren und dann in der Zeit hat man die Sache erledigt. Aber ihr seht schon, es hört überhaupt nicht auf. Wir entstehen einfach immer neue. Das war beim ersten Durchgang hier, wurde es ein paar Mal ein bisschen haarig. Weil man auch wieder hier Stamina-Management betreiben muss. Sonst passiert das hier gerade zu passieren droht. Aber wir haben ja genug Estes. Und so war es das jetzt endlich. Ja, also Lernen, wie gesagt, ist, das wissen wir aus unseren psychologischen Forschungen heutzutage, im Wesentlichen die Erzeugung eines Fehlersignals. Also unser Gehirn analysiert die Situation und stellt fest, das ist jetzt nicht so verlaufen, wie ich das gerne hätte. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz aus dem beobachteten und dem erwarteten Verhalten. Das nennen wir Fehlersignal, diese Diskrepanz. Und dieses Fehlersignal führt erstens zu schlechten Gefühlen. Aber die schlechten Gefühle haben eine Funktion. Und die Funktion ist, wir suchen jetzt nach den Gründen für diese Diskrepanz. Das ist ganz interessant, das ist ein Summon sein. Ich weiß nicht, was bedeutet, dass jetzt direkt der nächste Boss schon wartet. Das ist ein bisschen unerwartet hier an der Stelle. Und man kann natürlich jetzt auch nicht erkennen, ob das ein spielgenerierter, ein NPC, eine nicht spielbare Figur ist oder ein anderer Spieler. Okay, das war ein anderer Spieler, aber jetzt hat das Sein gelöscht. Gut. Dann ist es vielleicht nicht einfach jemand, der nicht weiß, wo man diese Summon Signs sinnvollerweise hinterlegt, weil ich war schon ein Stück weiter und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier unmittelbar vor einem Bossfight uns befinden. Weil hier geht ja erst die Gegend, das neue Areal öffnet sich hier erst. Der Smoldering Lake.
mit auch hier mehreren sammelbaren Items. Hier hat er nicht irgendwas. Hört sich irgendwie nicht so gut an. Was immer da passiert, passiert da oben. Da kommen wir eh nicht hin. Ich sehe schon, das wird wohl nichts mit Erythel, weil dieser Bereich ist doch ziemlich groß. Und es ist vor allem ist nichts von dem, was wir hier sehen, sieht so aus, wie das, was wir von oben gesehen haben. Das heißt, der Bereich ist sogar noch um einiges größer, als er hier aussieht. Ich habe jetzt die Orientierung ein bisschen verloren, aber wenn es da so reingeht und dann um die Ecke und dann nochmal um die Ecke, dann müsste vielleicht da, wo das Gerumpel gerade passiert, müsste der Teil sein, den man von oben gesehen hat. Gut, hier ist nichts. Ja. Und das sind jetzt einfach verschiedene Beschreibungen desselben Phänomens. Wenn wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, dann ist dieses Gefühl, das wir da haben, excuse me. Dann ist das Gefühl, das Schlechte, das wir haben, wenn wir über die Vergangenheit nachdenken und uns immer wieder überlegen, was habe ich da gesagt, warum habe ich das gesagt, warum habe ich mich so daneben benommen. Das ist genau das Fehlersignal. Das heißt jetzt, wenn wir dazulernen wollen, wenn wir Fehler vermeiden wollen in Zukunft, Vorsicht zu Werke. Was ist denn hier los? Sandwürmer. Ja, sind wir denn auf Arrakis? Und wo kommen diese Geschosse eigentlich her? Und was soll das? Das ist irgendwie so lange. Man sieht nicht, wo sie herkommen und man sieht auch nicht, wie man sie abstellen kann. Riesen an, der schießt. Ah, und da hinten kommen die. Da oben genau gesagt. Da sieht man ganz, ganz dunkel, sieht man da jemanden. Oh, nee. Von noch höher. Hm. Ja, keine Ahnung. Seltsames Areal. Also das ist irgendwie ein bisschen unerfreulich. Solange wir uns hier nicht bewegen können, macht das gar keinen Sinn. Ich soll vielleicht erst in diese Richtung gehen und hier einen Winkel zu erreichen, unter dem der uns nicht abschießen kann. Es ist irgendwie mit diesem Splash auch noch nicht so ganz leicht, hier überhaupt zu sehen, was los ist. Ich sehe immer noch nicht mehr. Kommen diese Geschosse. Also. Da sind auch noch irgendwelche Tierchen. Ah. Das ist eine riesige dreiteilige Katapultvorrichtung.
es gibt diese Kram. Davon auch noch mehrere. Huch. War das Loch gerade schon da? Oder hat es das jetzt freigeschossen? Ich nehme das Angebot mal an. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht gleich irgendein... Tunnel sieht natürlich verdächtig danach aus, dass da gleich was lang rollt, was uns zu Matsch macht. Aber jetzt bin ich eh schon rein, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Okay, hier ist alles voller glühender Teilchen. Das kann natürlich auch ein Tunnel sein, durch den diese Würmer sich bewegen. Ja, die... Nochmal zurück, Fatalismus bezüglich der Vergangenheit. Die Idee ist natürlich diese historische Grundidee, ja, dass man sich bemüht, Dinge, an denen man eh nichts ändern kann, keine negativen Wirkungen haben zu lassen. Aber die Gefahr ist dann eben, dass man seine Fehler in der Vergangenheit nicht korrigiert. So wie die Gefahr, wenn man Stoizismus bezüglich der Gegenwart und der Zukunft, nicht Stoizismus, Fatalismus bezüglich Gegenwart und Zukunft betreibt, natürlich ist, dass man Ambitionen verliert, weil man sich eben sagt, ich kann sowieso nichts ändern. Was soll ich mich bemühen? Ganz gut verlaufen, aber der hatte erstaunlich viel Health. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass wir hier noch gar nicht sein sollen. Dass wir nach Irithyll of the Boreal Valley gehen sollten und nicht hier uns in diesen unterirdischen Gefilden rumtreiben. Das große Problem ist natürlich, dass wir jetzt erstmal den Ausgang finden müssen. Oder ein Bonfire, mit dem wir hier rauswalken können. Weil ja vorerst... Ja, auch der. Wir haben einen Greatsword mit plus 5 und es brauchte 3 Treffer, bis der tot war. Also wir sind jetzt auf jeden Fall noch nicht overpowered. Und eher ein bisschen zu schwach für diesen Bereich. Mal gucken, wie lange das gut geht. Titanite Chance. Ein Pyromancy Tome von Izaleth. Und was immer das ist. Man kann es treten. Oh, interessant. Und sonst kann man nichts damit machen. Eine Sackgasse. Gut, es ist eine Sackgasse mit einem Buch drin, deswegen. Das sind nicht die schlechtesten. Die, zurück nochmal zum Thema, die Gefahr also beim stoischen Fatalismus ist, dass man sich nicht verbessert und dass man auch nicht Ambitionen entwickelt, weil man eben diesem Gefühl aufsitzt, dass es sowieso keinen Wert hat. Und das ist also, das ist ja ein ganz eigenes Thema für sich. Da kann man auch nochmal separat drüber reden. Das ist, wie gesagt, auch im Computerspielbereich total faszinierend. Das ist ja eins der vielleicht narrativ interessantesten Computerspiele, was sich damit beschäftigt hat, ist X. Jetzt komm ich mal wieder nicht auf den Titel. Bioshock, in dem diese Frage, ist man fremdgesteuert, wenn man Computerspiele macht? Ist man als Mensch fremdgesteuert,
welchen Einfluss haben soziale Kräfte auf die eigenen Entscheidungen? Welche, also das beschäftigt sich auch mit philosophischen Fragen. Bioshock, wir müssen jetzt nicht über Bioshock reden, wir müssen auch nicht über Ayn Rand, die da ja ganz Pate gestanden hat für den Unterbau von Bioshock, müssen wir auch nicht reden. Das ist auch furchtbares Zeug. Aber diese Frage, wie ist das mit dem freien Willen und wie ist das, wenn wir den nicht haben, bedeutet, dass das unser Verhalten egal ist und die, ohne das jetzt vertiefen oder ableiten zu können, das bedeutet es natürlich überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, der freie Wille, den wir nicht haben, ist ja nur die Möglichkeit, uns anders zu verhalten, als es uns und unserem Wesen entspricht. Aber dieses Verhalten, das müssen wir nicht nur zeigen, sondern das ist ja auch... Da macht aber eine beachtliche Wolke. In jeder Situation, in der unser Verhalten einen Einfluss hat, müssen wir uns ja geradezu dann so verhalten, wie wir das können, damit wir unserer Natur und unserem Wesen gerecht werden. Auch wenn das nicht frei ist in dem Sinn, dass wir eben nicht das andere hätten machen können, denn dann wären wir ja nicht, wer wir sind. Das ist einer der Aspekte, warum es diesen freien Willen nicht geben kann. In unseren Entscheidungen drückt sich ja aus, wer wir sind. Und wenn wir in jeder Situation auch anders hätten entscheiden können, dann verlieren wir unsere Identität. Das heißt, dieser freie Wille, den es aber auch strukturell gar nicht geben kann. Aber wenn es den geben sollte, jetzt oberflächlich betrachtet, also wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der es den gibt, dann ist das eine Welt, in der wir das verlieren, was uns ausmacht. Nämlich eben, dass wir in einer bestimmten Situation bestimmte Werte vertreten und bestimmte Entscheidungen treffen. So, und wenn man das all das bedenkt, dann folgt eben aus Fatalismus, wir haben ja ein bisschen eisernes Flashback. Das sind ja die Gegner in Izalith, in Lost Izalith gewesen, in Dark Souls 1, die sich hier jetzt auch wieder rumtrauen, diese Steindämonen. Ganz schön. Das ist ein bisschen Querverbindung hat. Das soll ja hier eh offensichtlich um Izalith gehen. Wir sind ja auch jetzt in den Untergrund vorgestoßen. Da war ja auch Izalith im ersten Teil. Der Untergrund ist ja. Der Untergrund, aus dem die Flamme kam. In der Mythologie von Dark Souls. Übrigens noch eine andere Seite, die ich entdeckt habe. Es gibt für manche Waffen auch diese. Vielleicht jetzt nicht der Gegner, um das fortzuführen, beziehungsweise auszuprobieren. Schluss. Manche Waffen haben spezielle Fähigkeiten. Diese hier hat so eine Spin-Attack. Das geht offenbar nur zweihändig. Ja, so ist das. Also wenn man dieses Schwert zweihändig trägt, also erkennt man jetzt da, dass ich ein Schild auf dem Rücken habe, dann kann ich durch linker, rechter Trigger nacheinander diese Kombi ausführen. Die probieren wir dann gelegentlich auch mal an Gegnern aus. Sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Okay. Was ist da schon wieder los? Ja. Ist das schon wieder ein... Ja. Nee. Ich dachte, es wäre wieder ein Dark Wraith, aber es ist ein Knight in irgendeiner Form. Vollkommen immun gegen Staggern. Ich hatte jetzt gehofft, wenn ich ihn dann drittes oder viertes Mal treffe, dann muss er kurz Pause machen. Das ist aber leider nicht so. Und damit ist wieder ein Ember weg. Und auch... ich weiß gar nicht, ob ich an dem Bonfire habe ich es nur angemacht, aber ob ich da ausgeruht habe.
Ich hab ausgeholt. Okay. Oh je, je. Dann müssen wir jetzt wieder da runterarbeiten. Und dann haben wir das möglicherweise dasselbe Problem. Durchgängen ist die Kamera ganz besonders unerfreulich ergeben. Also, Titanite-Shards werden uns so schnell nicht ausgehen. Wir liegen hier offensichtlich an jeder Ecke drei rum. Jetzt würde ich ungern alles wiederholen. Wo ging es dann? Weiter zu den. Das war ja glaube ich eine Sackgasse, in der dieses Buch lag. Hier haben wir glaube ich oben die Krabben. Falsch erinnert. So, deswegen hört man hier auch die Krabben, weil es hier reinging. Mhm. Gut. Ach, hier ging es runter. Wir hätten den Feuerspucker gar nicht bekämpfen müssen. Und dann haben wir die interessante Situation, dass wir Katalysmus für unsere stoische Seelenruhe brauchen, fürs Lernen aber nicht gebrauchen können und auch für Ambitionen nicht gebrauchen können und natürlich trotz Fatalismus unser Möglichstes tun müssen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Also nicht zurücklehnen können und sagen können, es kommt, wie es kommt. Ich halte mich raus. Sondern dann gerade uns bemühen müssen. Und eben nicht jetzt in dem Fall hier zum Beispiel, um jetzt mal ganz trivial zurück. Oh, das riecht nach Falle. Zurück zu besinnen. Ist aber keine. Aufs Spiel. Ich habe jetzt meine Seelen hier unten liegen lassen. Vermutlich waren es auch gar nicht so wenige. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viele es waren. Und die könnte man jetzt natürlich auch einfach liegen lassen. Das wäre der Fatalismus, so wie die deutsche Umgangssprache sich den Begriff denkt. Oh, jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen. Wo war denn die? Ah, hier vielleicht. Die Stelle, wo es zu diesem Night war, ging. Ja. Wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Hier sind jetzt erstmal diese Steinstatuen. Dann lassen wir mal ordentlich hier die Ausdauer sich auffüllen, bevor wir weiter angreifen. Ja, ist wirklich, also, wenn man, okay. Titanite Shards, wenn wir später mal Titanite Shards brauchen, wissen wir, wo wir die bekommen. Dann müssen wir nur hier runtergehen und eine halbe Stunde Monster totschlagen. Dann ersaufen wir in den. Hier war doch noch, genau. Einer von denen. Und da liegen, sehe ich schon, unsere Seelen. Mal gucken, wie viel es waren. Viele. Das liegt daran, dass ich 20.000 ja eben erst für den Schlüssel ausgegeben habe. So, das ist jetzt die Seite, an der wir noch nicht waren. Die machen wir mal zuerst, bevor wir uns um diesen Knight kümmern. Tapst hier noch durch. Oh, das ist alles ausgedehnter, als ich gehofft hätte. Mhm.
mehrere jetzt von diesen feuerspeienden Kreaturen. Es ist aber jedenfalls keine Frage, dass Fatalismus in dem Sinn, dass man sich nicht zu viele Gedanken darüber machen sollte. Ah, Kamera! Bitte! Nein! Das gibt's doch nicht! Das darf doch nicht wahr sein! Hm. Jetzt ist der Ritter hier auch wieder aufgewacht. Na wunderbar. Kümmert ihr euch mal umeinander, ihr zwei vielleicht? Ne, wahrscheinlich. Na gut. Der hat einen Bums. Okay, das ist ein Black Knight mit einer Black Knight Halberd. Das ist eine der im ersten Spiel der gefürchtetsten Waffen im ganzen Spiel gewesen. Und man sieht hier auch warum. Eieiei, ich hoffe, die beiden vertragen sich nicht. Denn das könnte dann für mich die Chance sein. Ah ja. Very good. Aha. Okay, unbeabsichtigt taktisch gespielt. Noch ein Titanite-Schaden. Wie viel denn noch? Leider hat er seine Halberd nicht abgeworfen, der Ritter. Das ist ein bisschen schade, denn wie gesagt, die war im ersten Spiel ja eine der besten Waffen, die man überhaupt so bekommen konnte. Gut, jetzt. Überall rumpelt und kracht es hier. Taurus Demons und diese Steinstatuen. Ich wäre ganz dankbar, wenn ich euch einzeln versorgen würde. Gibt es einen Schattenleitschart? Ja, selbstverständlich. Das ist ein bisschen skurril. Das ist die Frage, die richtig regnet. Noch einer? Ah. Huch. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt wieder? Eine Teufelei. Geh weg von mir. Blühender Bullshit. Also diese komischen Qualen. Und wenn ich was zu sagen hätte über die Spielentwicklung, würde ich diese Messages, die nicht von alleine weggehen, dann würde ich auch mal abschaffen. Eine Gelegenheit. So, gibt wahrscheinlich nicht gesehen, wie viele Seelen das gab. Viel wird es nicht gewesen sein. Hier sind noch welche von diesen Nervenseelen. Nur länger. Und ich glaube, in dieser Verschränkung jetzt, ich glaube, wir nähern uns auch dem Ende dieser Folge, damit das nicht wieder super lang wird. Aber diese Verschränkung von freiem Willen, Fatalismus und Stoizismus ist weder Zufall, noch ist das was Oberflächliches.
sondern diese Einsicht, dass es keinen freien Willen gibt, ist im Prinzip, was uns... Moment. Dass ich hier sterbe. Da habe ich ein Interesse dran. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Der Stoizismus ist ja so ein bisschen das sich ergeben in die äußeren Umstände, weil man eben diese Einsicht hat, dass man an denen eh nichts verändern kann. Jetzt nicht wieder die Orientierung verlieren. Das ist ja Wahnsinn. Die Drop Rate hier, also die schiere Anzahl der Titanite Shards, die hier abfallen, suggeriert für mich, dass wir die viel mehr verwenden sollen als im ersten, dass das im ersten Spiel der Fall war. Also, dass das Spiel gerne möchte, dass wir alle möglichen Waffen aufwerten. Schon den Flash Titanite Shards in Schuppen aus den Haaren. Ich hoffe, dieser Ritter steht jetzt nicht auf. Den brauche ich nicht unbedingt nochmal. Wieso ist da immer noch ein Item? Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ist ja wunderbar. Was? Nur trink schon. Soll ich? Der ist nicht so schlechten Eltern. Vor allem. Das ist. Der wird überhaupt nicht gestaggert durch meine Angriffe. Das heißt, ich kann auch. Klar, ein Fall, wo das Spiel möchte, dass ich pariere, das kann ich aber leider nicht. Ah, bitte jetzt halt doch mal für eine Sekunde still, das ist doch nicht zu fassen. Soll man in dieser Hektik hier irgendwie auf den grünen Zweig kommen? Eieiei. Die ganze Zeit am Rennen und am Schlagen. Ja, genau, und dann. Oh, die folgen einem auch noch. Ja, das ist ja wunderbar. Nein! Ah, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin hier noch nicht gut aufgehoben. Also eine Möglichkeit, die ich natürlich habe, ist... Das werde ich so machen müssen. Ich habe jetzt ja mittlerweile ein Schild, das 100% Damage Absorption hat.
Dieses zweihändige Führen dieser großen Schwerter, das kann man zwar auch als Schild benutzen, aber die taugen halt nur so gut dafür. Kannst du um Ecken gucken oder warum hast du jetzt direkt angegriffen, als du mich gesehen hast? Not fair. Nachteil ist, dass ich diese Hunde dann nicht mehr rumschaffe. Nee. Kammer, das gibt's doch nicht. Das ist fast schlimmer geworden als im ersten Teil. Okay, wir haben mal wieder ein paar tausend Seelen verloren. Weil ich mit Lock-On, also ohne Lock-On trifft man die Gegner nicht und mit Lock-On ist die Kamera ein Albtraum. Man sieht nichts, man kann sich auch nicht bewegen, weil alle Bewegungen dann plötzlich relativ zu diesem Lock-On-Punkt sind. Und wenn der Gegner so wie diese Hunde da durch die Gegend springt, dann heißt das, dass ich in dem Moment, von dem Moment, wo ich den Knopf drücke, zu dem Moment, wo die Bewegung anfängt, die Definition des Knopfes, den ich drücke, geändert hat. Ich drücke nach hinten, aber bis der Hund sich dahin bewegt hat, ist hinten ganz woanders. Da ist ein... Leider, also viel von der Mechanik in diesen Spielen ist ja brillant. Die ganze Balance, die ganze Kampfsystem an sich ist toll, aber die Kamera hätte noch ein bisschen Arbeit vertragen können, dem Design. Nicht, dass ich es besser könnte, aber einfach in der Beobachtung, das ist fehlerhaft. Zuerst. Kein Titan anschaut, aber ich glaube, die Storten geben die wäre jetzt nur diese Hunde. Die werfen die ganze Zeit ab. Warum? Das ist wahrscheinlich die bessere Strategie, denn dieses Schild hat 100% Damage Absorption gegen physischen gegen Dark Damage. Das heißt, wenn ich das Teil nicht versemmel. Staggert. Es geht also doch. Geh weg! Lass mich trinken. Schlechter Mensch. Schlechter Ritter. Yippie-i-hey, das sind die Techniken, die man eigentlich können muss, wenn man diese Kämpfe gewinnen will. Backstab und die Technik, die ich jetzt noch gar nicht gezeigt habe. Ein Black Knight Sword. Die ich noch gar nicht gezeigt habe. Jetzt ist der Gameclip wieder abgelaufen. Moment, dann machen wir das mal gerade noch zu Ende, indem ich die Stadt nehme nochmal. Das Parieren ist das andere. Man kann ja... Wenn man in der richtigen Reihenfolge die richtigen Knöpfe drückt und wenn einen der Gegner angreift, diesen Angriff unwirksam machen und dann einen zusätzlich, also nicht nur den Angriff unwirksam machen, sondern zusätzlich auch noch einen besonders starken Gegenangriff platzieren und damit hat man natürlich solche Kämpfe dann sehr viel schneller gewonnen. Können wir hier noch erkunden. Ja, da gibt es noch eine Abzweigung, das ist alles ganz schön ausgedehnt hier unten. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir zu einem Abschluss hier kommen, der irgendwie natürlich... da geht's noch mal runter. Ach du Scheiße. Tja. Tschüss. Da muss man vielleicht drüber springen, das mache ich jetzt aber nicht. Wir sind ja... Also eigentlich sollten wir jetzt ja hier auch mal zu einem Ende kommen.
Schwert hat auf jeden Fall mit plus 5 ordentlich Wumms. Schaden mit einem Schlag. Illusion ahead. Das ist, glaube ich, wieder eine Figur aus dem ersten Teil, die hier gestorben ist. Ich bin nicht ganz sicher, wer Quillana sein soll, aber ich glaube, das ist... Ich dachte, also es gab ja die Chefin des Chaos Covenants in Dark Souls 1. Die eine Schwester von Quilag war, die war ja ein Boss, eine der... Da brauchen wir erst einen Ring, vermute ich mal, wenn wir uns da reinbegeben. Wird das vermutlich sehr schön enden. Ja. Geht die Haupt sehr schnell zum Teufel, okay. Das merken wir uns mal für später vor. Schlau war, weiß ich nicht, aber es ist gut gegangen. Wieder. Ach, das ist mir alles zu unübersichtlich hier. Illusion halt. Dann jetzt wieder. Hier für den Teil nach oben. Da kommen wir auch merkwürdig vor. Ist das der lange Raum mit den... Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Das scheint aber meine Orientierung zu sein, weil hier waren wir auf jeden Fall schon. Vielleicht ist jetzt einmal schon zwei von denen. Das muss jetzt, die Folge muss nicht damit enden, dass ich mich einem Fluch hier unterziehe. Wo stand denn das mit der Illusion? Und ich dachte, das wäre hier gewesen. Das scheint auch nicht zu stimmen. Ich bin total voller Illusion. Nochmal. Erstmal gucken, was hier drin ist. Ein Alarm.
anschauen. Und einer von diesen Nervensägen. Die brauchen wir eigentlich auch das. Auch das noch. Ich glaube, es reicht. Wir sind zu keinem richtigen Schluss gekommen. Fatalismus jedenfalls ist wert, dass man drüber nachdenkt. Wie gesagt, Fatalismus für die Zukunft heißt nicht, sich nicht anstrengen zu müssen, sondern es heißt, dass man ein bisschen diese Anspannungen nachlassen kann. Aber auch da gibt es keine einfachen Lösungen, weil sowohl was die Vergangenheit angeht, als auch was die Zukunft angeht, diese negativen Gefühle, die da dabei entstehen, ja auch einen Sinn haben. Und man die nicht komplett abschaffen sollte. Das heißt, die stoische Kunst ist, die negativen Gefühle so weit zuzulassen, wie die unser Verhalten und unsere Fähigkeiten verbessern, über den Lerneffekt. Und alles, was drüber rausgeht an Frustration und Negativität und Selbstkritik, diese ganzen sozialen Komponenten unter anderem auch, die haben ja auch ihren Sinn. Sobald die ihren Sinn haben, sollen wir sie durchziehen. Aber dieses Gefühl, alle gucken auf mich herab, weil ich das nicht kann, diese ganzen sozialen Gefühle, die sind überwiegend schädlich und die sollten wir abschaffen. Und da sollten wir uns lieber einen Fatalismus im alten, antiken Sinn angewöhnen und sagen, das war nur so, ich habe gestern diesen Fehler gemacht, ich habe jetzt gerade 5000 Seelen verloren. Das ganze Internet, und damit meine ich die eine Person, die sich diese Videos im Moment anguckt, hat mich dabei gesehen, ist nicht so schlimm. Wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle hier weiter. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitdenken bei diesen stoischen, fatalistischen Gedankengängen. Freier Wille ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Wie gesagt, auch zu Computerspielen im Allgemeinen kann man da ja viel sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.